So, da sind wir wieder. Und wir wollten uns gerade, wir haben uns gerade geeinigt, wer gegessen wird oder ob überhaupt jemand gegessen wird. Es ist Tag 2 und der Mitternachtseffekt besagte, entweder wird laut Expeditionsleiter Mr. Anderson Wendy Adams, das arme Straßenkind, verschlungen, ja, weil wir wirklich bis zum Letzten gehen, oder wir rationieren das Essen und verlieren dadurch lediglich Ausdauer und geistige Gesundheit. Wir haben uns dann darauf geeinigt, so früh in der Expedition wollen wir noch nicht auf Kannibalismus zurückgreifen. Deswegen verliert jeder von uns eine geistige Stabilität und eine Gesundheit. Und ja, lustig stelle ich mir die Karte vor, wenn du mehrere Spieler hast. Wenn du so zum Beispiel, sag mal, 4 oder 5 Spieler hast und ein, zwei sind kurz vorm Sterben durch das Ereignis. Bis 8 Spieler kann man das übrigens spielen. Ja. Das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Dann wird die Diskussion nämlich sehr interessant. Wenn man sich übrigens bei diesen Karten nicht einigen kann, entscheidet der aktive Spieler. Ja, das bin jetzt aber ich und. Hast du nicht zuletzt das letzte Abenteuer gemacht? Ich glaube schon, oder nicht? Ja. Wir hatten den Lagerkoller, hatte ich nämlich zurück, da wurde die Zeit nicht zurückgeschrieben, oder der unnatürliche Schneesturm. Was hast du denn Nee, als stimmt, letztes? stimmt. Ich Du habe. hattest nämlich genau, das Spezialabenteuer. Das heißt, es ist wirklich mein Zug. Ich gehe nämlich jetzt auch mal los und zwar schnapp ich mir eines der grünen Abenteuer, aber nicht das, wo dieses Monster drauf liegt, weil das ist mit 7 Lupen ziemlich hart. Muss dann aber eins zwischen den beiden wählen. Was kann ich da machen? Du darfst 2 Trophäen ausgeben, um einen einfachen Gegenstand zu erhalten. Das mache ich sogar. Das Nee, machst das du. mache ich. Da, 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 da. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich möchte sparen für den Verbündeten. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt wieder. Deswegen, ich gehe mal dorthin. Nimm mal den Sturmmarker. Ja, Moment, aber hier hat unser großer Alter ja eine Spezialfähigkeit. Sobald sich ein Ermittler auf ein Abenteuer mit Sturmmarker bewegt, verliert er einen Ausdauer. Ja? Okay. Ja? Okay. Das haben wir zuerst. So, möchtest du was ausgeben? Nein, ich möchte nichts Gut, ausgeben. dann kommt jetzt auf jeden Fall der Sturmmarker und es ist nichts. Keinen Effekt. Also es Kein gibt auch Effekt. welche mit leerem Symbol, die haben dann keinen Effekt. Bitteschön. Gut, die Privatsammlung. Wir sind ja noch nicht aufgebrochen. Wir sind ja noch in der Expeditionsvorbereitung. Einer der Gründerinnen von Anchorage lud uns zu sich nach Hause ein. Ihre umfassende Sammlung war ebenso beeindruckend wie ihr immenser Wissensschatz. Beim Betreten, jeder Ermittler darf 2 Trophäen ausgeben, um einen besonderen Gegenstand zu erhalten. Oh. Das werde ich auch tun. Ich auch. Gut, dann gibst du 2 aus. Dann tun wir Ja. am besten hier hin. Ich kann die ja hier Okay, sammeln. und dann kriegst du einen besonderen Gegenstand. Ich sag dir auch welchen. Ah, Kul Tegul. Ich kann einen roten mit zum Einsatz bringen. Das ist Ich natürlich gebe toll. auch eine Abenteuerkarte aus. Bei mir zählen die als um 1 erhöht. Ja. Das heißt, ich kriege auch einen besonderen Gegenstand. Und zwar ein Pulver des Ibn Ghazi. Ich kann einen roten Würfel benutzen. Ach, sehr schön. Und dann gucken wir uns mal das Abenteuer an, ob das überhaupt relevant ist hier. Denn es ist einmal. Oh, es geht so, es geht so. Ich habe keine Hinweismarker mehr. Deswegen Das ist werde ich den schlecht. roten Gegenstand auch gleich benutzen. Ich benutze gleich mein Pulver von Ibn Ghazi, gehe damit durch die Privatsammlung und bestäube die Gegenstände dort drin. Ganz groß im Bestäuben war ich immer. Und gucke jetzt mal. So, ich kann die erste Quest gleich lösen. Mit Ja. einer Dreierlupe und einer Schriftrolle. Ja. Und. Schauen wir mal, die zweite Aufgabe, dieses Kunstwerk, ist dann eine Schriftrolle und dann drei Lupe. Das ist gelöst. Ja, wunderbar. Ja, leider ist mein Pulver weg. Ne? Das ist aufgebraucht dadurch. Aber das Abenteuer ist meines. Und als Belohnung, man kann sich jetzt entscheiden, ob ich einen besonderen Gegenstand und eine Wissensfertigkeit bekomme. Wir spielen leider noch nicht mit der Erweiterung mit Fertigkeiten. Das wäre, glaube ich, nämlich Gates of Arkham. Die haben wir noch nicht eingebaut. Aber ich nehme ein älteres Zeichen und somit unser erstes. Das ältere Zeichen, wir brauchen 13 Stück, wenn wir eben gegen die tödliche Kälte gewinnen Genau, wollen. ich komme zurück ins Expeditionslager. Ich lege schon mal ein neues Abenteuer wieder verdeckt hin, ne? Ja. Und zwar Fairbanks. Pass auf, ich habe jetzt 3
Und ich glaube, für 5 kriege ich einen Verbündeten. Ja, oder? Das ist richtig. Und da das ja jeder Trophäenwert einer Abenteuertrophäe wird bei mir um 1 erhöht, deswegen kann ich mir schon einen Verbündeten dafür leisten. Ja, wunderbar. Das würde ich auch tun. Und es schließt sich eine dritte Person unserer Expedition an. Wer ist es denn? Es ist der gute Roald Amundsen. Er hat auch so eine passende... Er kommt, glaube ich, aus dieser Erweiterung. Also es ist ein Verbündeter aus dieser Erweiterung, weil er hat auch so passende Winterkleidung an. Ja. Ja, er besagt: Sobald ein Ermittler Trophäen ausgibt, kannst du einen Marker für geistige Gesundheit auf Roald Amundsen legen, um die Trophäenkosten um 3 zu senken, Minimum 1. Also, wenn man irgendwas kauft für Trophäen, kann man es um 3 verbilligen. Und zwar egal welcher Ermittler, also auch du. Bist du sicher, dass du nicht irgendwie Archäologe bist oder so? Ich bin Expeditionsleiter. Ich kenne mich grundsätzlich mit allem aus. Mit allem, okay. Okay, die Uhr wird eins vorgestellt. Jawohl. Wir haben jetzt 5 nach. Und du bist dran. Ich bin dran. Also ich bin jetzt natürlich, wo man mich jetzt fast aufgegessen hätte, bin ich natürlich sehr bestrebt, mich unter Beweis zu stellen. Das heißt, ich würde jetzt durchaus auch die 2. Etappe einläuten, wenn du damit einverstanden bist. Jetzt schon. Wenn du damit einverstanden bist. Also du brauchst eine Schriftrolle, 3 Lupen, einen Schädel und es muss der Reihenfolge nach gemacht werden. Ja. Aber du hast dein okkultes Werk, um einen roten Würfel zu bekommen, ne? Und ich bin immer noch gesegnet. Ja gut, dann mach das. Den Segen verlierst du übrigens, wenn du verschlungen wirst oder bei einem Abenteuer scheiterst. Oder natürlich eine Karte in Effekt kommt, der dich Dann mach das. Dann geh ab in die... Also wenn du sagst, wir brechen jetzt schon auf in die Wildnis, meinetwegen? Ich würde sagen, wir brechen auf in die Wildnis, tatsächlich. Und, Okay, es geht der Reihenfolge nach. Du brauchst also... Ich bin mutig. Ich werde mein Ghoulbuch nicht einsetzen. Du willst dein Ghoulbuch nicht... Hast du noch Hinweismarker? Ich habe noch einen Hinweismarker und ich habe ja noch den blauen Wächter der Pyramide. Das ist nicht auf jeden Fall gut. Der blaue Wächter der Pyramide. Gut, dann los. Ja, jetzt geht's schon gut los. Ja, nach dem Würfeln kannst du diese Karte abwerfen, um ein beliebiges Würfelergebnis in eine Schriftrolle zu verwandeln. Das ist genau das, was ich am Anfang brauche. Okay, dann soll ich einfach mal einen grünen Würfel hier auf die Schriftrolle legen. Genau. Okay, dann brauchst du als nächstes, der Reihenfolge nach, 3 Lupen. Also es ist eigentlich machbar. Das müsste jetzt schon verhext zugehen, wenn du das nicht schaffen würdest. 3 Lupen habe ich. Eine gute, war das gut, dass du am Anfang in der Kirche warst. Nicht wahr? So, und jetzt fehlt noch der Totenschädel. Und auch den habe ich. Zack, und damit habe ich es geschafft. Du wolltest doch die Karte nur, weil sie 5 wert ist. Nö, aber ich bin auch nicht böse drum. Und jetzt gehen wir zu Etappe 2 über. Nee, jetzt kommt was genau ins Spiel? Ihr geht zu Etappe 2 über, steht hier. Ihr geht zu Etappe 2, aber da steht doch genau welches Abenteuer, oder? Nach dem Übergang zur Etappe 2. Gefährliche Kletterpartie. Ja, ist das nächste Abenteuer. Soll ich das einfach mal vorlesen? Ja, mach das. Gefährliche Kletterpartie. Im Hochland stießen wir auf das Lager der Archäologen. Gefrorene, halb zerfressene Leichen künden vom Schicksal der meisten. Doch eine Blutspur führt den Hang hinauf. Um Mitternacht. Jeder Ermittler verliert ein Ausdauer, es sei denn, er verliert ein Proviant. Geht der Reihenfolge nach. Und wieder 5 wert für alle Spezialabenteuer. Man braucht verdammt viele Lupen und also insgesamt braucht man alleine schon 6 Würfel. Das heißt, man sollte da wirklich mit 7 bis 8 Würfeln allein schon reingehen. Ja. Wie sieht's denn jetzt aus? Diese Karten bleiben liegen und dieser Packen wird jetzt ausgetauscht. Ist das richtig? Genau, dieser Packen hier, weil es gibt 2 verschiedene Expeditionskarten. Diese hier haben ein 1er-Symbol. Ja? Den packen wir jetzt weg und ersetzen ihn durch den... Wir heben nochmal ab. Wir heben nochmal ab. Ich will nicht, dass gleich eine 8er-Karte, eine rote Karte oben ist. In der 2. Etappe, die widerspiegelt, wenn man dann angekommen ist in der Arktis, sind auch wesentlich mehr Abenteuer dabei, die ältere Zeichen geben, die man also braucht, um den großen Alten, den wir hier in unserem Spiel haben, zu besiegen. Aber dein Zug ist ja, du bist im Expeditionslager. Nein. Ja, genau. Das heißt, ich kann auch Trophäen einsetzen und genau das würde ich gerne tun. Ich möchte 5 ausgeben, um auch einen Verbündeten an meiner Seite zu haben. Möchtest du die 3er ausgeben und ich senke die Trophäenkosten um 3? Dann können wir uns den 5er sparen. Ja? Ja. Ich muss dann nur einen Marker auflegen auf den guten Roald Amundsen. Ja? Und dann ist die Kosten für einen Verbündeten nur noch 2. Das würde ich machen. Also gut. Der gute Leo Anderson, Expeditionsleiter, würde sagen, hier, wenn du einkaufen gehen willst, ja,
nimm deinen Hundeschlitten und fahr dieses Straßenkind nochmal zurück ins Dorf. Ja. Ja, das ist aber nett von dir dafür, dass du mich gerade noch essen wolltest oder essen lassen wolltest. Und wenn sie nicht wiederkommt, Roald, ja, wenn sie nicht wiederkommt, dann ist es auch nicht schlimm. Nein, Quatsch. So. Du bist ein geschätztes Mitglied dieser Expedition. Du bekommst einen Verbündeten, ich gebe dir mal einen rüber. Danke. Ryan Dean ist das, ja? Ryan Dean hier, er hat auf jeden Fall eine Waffe, da werde ich... Da zuckt sie weg. Ryan Dean? Ja, nicht, ja, dass du ihm noch was tust. Ja, muss man vorsichtig sein bei den Kannibalen hier bei uns. Ja, einmal pro Zug darfst du einen Ausdauermarker auf diese Karte legen. Ryan Dean gibt dir dann den gelben Würfel dazu. Okay, also sozusagen den gelben Würfel dreimal in Verwendung. Das heißt, du wärst ja jetzt sogar voll ausgestattet mit Rot, Weiß, Gelb. Also du hättest theoretisch 9 Würfel zur Verfügung. Das Einzige, was dir fehlt, ein Hinweismarker hast du. Ja. Aber noch nicht mehr. Haben wir die Uhr schon vorgestellt? Nein, haben wir nicht. Jetzt wird die Uhr noch eins vorgestellt. So. Gut, dann bin ich wieder dran. Mhm. Ja, ich habe leider immer noch keine Gegenstände, die es mir ermöglichen, Zusatzwürfel zu holen. Irgendwie landen die alle bei dem Straßenkind. Das ist schon sehr erstaunlich. Ich glaube, ich sollte mal unser Vorratszelt abschließen lassen. Deswegen werde ich mich mal auf ein einfaches Abenteuer machen. Und zwar werde ich dorthin gehen. Das hat beim Betreten, hat das einen Effekt? Ja. Du darfst eine Trophäe ausgeben, um einen geistige Gesundheit und einen Ausdauer zu regenerieren. Also und. Ich habe keine Trophäe. Naja gut, dann fällt das wohl weg. Dann drehe ich mal um. Gut. Erfrierungen. Man muss mal das Artwork anschauen. Das sind wirklich Erfrierungen hier. Seht ihr? Könnt ihr das sehen? Ich hoffe schon. Erfrierungen. Gut. Plötzlich brach ein Sturm los. Alles wurde weiß und ich merkte nicht, wie ich aus der Stadt irrte. Es dauerte 3 Stunden, bis man mich mit klappernden Zähnen und schwarzen Fingern im Schnee fand. Es hat einen Terror-Effekt. Terror, du verlierst 1 Ausdauer, es sei denn, du verlierst 2 Proviant. Ui. Und der große Nachteil ist, diese Erfrierungen, die da sind, ja... Die Finger sind halt schwarz. Die blockieren uns 2 grüne Würfel. Ja, das heißt, du hast 4 Würfel, um 3 Lupen zu bekommen. Das ist doch. Darf man? Das ist doch kacke. Ja, gut, dann testen wir das mal. Ich habe noch nicht mal mehr einen Hinweismarker. Aber Leo, das ist was nicht... Was bin ich denn für ein Expeditionsleiter? Das ist nichts gegen die Schrecken, die noch auf uns zukommen. Du bist gesegnet, okkulte Werke hast du dabei und dieser Ryan Dean, der lässt sich auch von einem Straßenkind den Kopf verdrehen. Ja, der Einzige, der treu an meiner Seite ist, ist der gute Roald Amundsen, der immer wieder mit seinem Hundeschlitten in die Stadt fährt. So, ich brauche 3 Lupensymbole. Ich habe 2 Lupensymbole. Ja? Ja. Ja, toll. Das ist wieder so eine Pokerpartie. Ja. Ich muss einen Würfel weg. Kannst du mir irgendwie helfen? Nee. Nein. Nein. Nee. Was kann denn einmal pro Zug? In Ihrem Zug. Ich kann das alles nur für mich machen. Wo steht da Ihr Zug? Hier steht einmal pro Zug, darfst du einen Ausdauer... Ja gut, okay, könnte ich. Nee, das Straßenkind hat mich wieder im Stich gelassen. Ja komm, dann nimm doch den gelben Würfel dazu. Okay, dann würfel ich den noch. Ist gut. Also danke, dass ich als Expeditionsleiter... Du kannst beide doch würfeln. Ja, ich habe jetzt noch geschaut. Den habe ich für den ersten Wurf noch nachgewürfelt. Hat aber nichts genutzt. Jetzt muss ich einen Würfel weglegen. Ja. Ne? Und wir probieren das nochmal. Ja, bitte. Ich hätte den guten Ryan Dean gar nicht gebraucht. Sind wir doch mal ehrlich. Es ist gelöst. Meine Erfrierungen zum Glück, weißt du. Während andere hier in Würfeln baden... tut der gute Leo Anderson, ich kehre zurück mit schwarzen Fingern ins Expeditionslager, aber ich gewinne 2 Leben dazu, 2 Ausdauer. Die Uhr wird nicht vorgestellt, weil das ein sehr schnelles Abenteuer ist und ich kriege einen einfachen Gegenstand. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist ein Messer, ein einfaches Messer. Was gibt es denn für 4? Für 4? Einen besonderen Gegenstand oder einen Hinweismarker? Tatsache würde ich jetzt Folgendes machen. Was gibt es für 5? Den Verbündeten. Achso, tatsächlich gebe ich ja, das darf man ja am Ende des Zuges machen, oder? Ja. Ich gebe mein Abenteuer aus, ja? Mhm. Und der gute Roald Amundsen, der wird wieder seinen Hundeschlitten einsetzen, um die Kosten um 3 zu senken für eine Trophäen, die Trophäenkosten. Ja,
Das heißt, ich könnte mir jetzt mal bis zu 5 was leisten und dann würde ich mir einen besonderen Gegenstand leisten. Mhm. Oder einen zweiten Verbündeten, was meinst du? Naja, wenn du meinst, dass du mehr Leute an deiner Seite brauchst. Ich muss zugeben, jemand, der das Vorratszelt bewacht, wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich entscheide mich für den Verbündeten, weil das ist nützlicher als, vielleicht ist der besondere Gegenstand nur ein Einmalgegenstand. Mhm. Was glaubst du? Ja, ich bin ein Straßenkind, ich bin es eher gewohnt, auf mich allein gestellt zu sein. Ah, ich hab's schon reingeschaut, ich habe den besonderen Gegenstand genommen. Ich habe einen Zauberpfeil. Lege diese Karte nach dem Würfeln eines beliebigen Ermittlers ab, um ein Monster zu besiegen. Hat es eine Schriftrollenbedingung, ziehst du außerdem ein Zauber. Oh! Oh! Damit könnte ich dieses Monster besiegen. Hm. Gut. Das freut mich. Jetzt sehe ich schon wesentlich besser ausgerüstet aus. Ja, ich bin tatsächlich mittlerweile ziemlich blass um die Nase. Das ist gar nicht so gut. Habe ich die Uhr schon vorgestellt? Ja, hast du. Okay. Glaube ich. Warte mal, ich habe angefangen nach der Mitternacht, ne? Angefangen? Ach so, die Uhr wurde doch nicht vorgestellt. Die Uhr wurde nicht vorgestellt, weil es ein schnelles Abenteuer ist. Genau. Ah, stimmt, einmal nicht vorgestellt. Okay. Du bist dran. Ich bin dran. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen blass um die Nase. Ich habe nur noch einen Ausdauer. Und hier sind nur noch verdeckte Sachen. Was jetzt also auch immer kommt, ist nicht besonders gut für mich. Möchtest du dich dann einfach im Expeditionslager heilen? Ja, aber das ist ziemliche Verschwendung, weil... Ja, aber besser als zu sterben. Ja, das ist auch wieder wahr. Ja. Oder haben wir irgendwas, wo du dich heilen kannst für Trophäen? Ganz ehrlich, ich würde auf Nummer sicher gehen und dich heilen. Hier, was steht hier? Du darfst um 2 Proviant zu erhalten. Weil das Problem ist, du hast nur noch ein Ausdauer, wenn der Schneesturm besagt. Du kannst noch nicht mal auf eine Karte gehen, die einen Schneesturm drücken muss. Ja gut, muss ich ja auch nicht. Ich könnte ja auf eine der anderen drei gehen. Auf eine gelbe? Ja. Aber es könnte sein, dass du stirbst einfach dadurch. Das erinnert mich, ihr müsst dazu wissen, das erinnert mich an gestern. Ja, ich gebe da jetzt nicht 5 aus, um 2 Ausdauer zu bekommen. Na gut, dann riskierst das. Nein, ich gebe die 5 aus. Dann nimm doch lieber dieses Etappe 1. Nein, habe ich jetzt die 5 aus. Das kann ich gar nicht machen. Ich kann das nicht am Anfang meines Zuges machen. Ich hätte es am Ende des letzten machen müssen. Ja, außer du bleibst stehen. Und mach gar nichts. Ja, das kannst du machen. Ich möchte mal dazu sagen, dass du ja hier die ganze Zeit darauf verweist, ich würde hier irgendwelche Dinge bunkern. Ja, man schaut sich mal hier mittlerweile diese Reihe an. Man spielt dieses Spiel übrigens kooperativ zusammen. Das kommt hier vielleicht nicht immer ganz so rüber, ja? Also, kooperativ, aber man muss sich schon seinen Pflichten als Expeditionsleiter gewahr sein. Nee, pass auf. Jetzt, aber das hier ist noch Etappe 1 und das ist noch Etappe 1. Du solltest auf keinen Fall 1 mit einem Sturmsymbol nehmen. Weißt du, was ich mache? Jetzt was ganz Cooles. Ich gehe jetzt hier hin. Ich gehe nämlich jetzt in die Geisterstadt. Aber das ist Etappe 2. Ich, ach so, ja und? Ich gehe jetzt. Die sind schwerer. Ich bin ein findiges Straßenkind. Okay, du bist ein findiges Straßenkind. Wir bauen das Lager auf, ja. Der gute Roald Amundsen geht draußen Patrouille, schaut, dass keine Nahrungsmittel draußen rumliegen, damit keine Eisbären angelockt werden. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich YouTube-Kommentare, ob es Eisbären in Alaska überhaupt gibt. Und währenddessen gehst du irgendwelche, eine alte Ruinenstadt, eine Geisterstadt. Gut. Pass auf, hier kann ich aber 3 Trophäen ausgeben, um eine Abenteuerkarte für andere Welten zu ziehen und offen unter die anderen Abenteuer zu legen. Wie offen unter... Achso, ja, hier dazu halt, ne? Ja, möchtest du das tun? Ja, na klar, hier, guck mal, das machen wir jetzt. Das heißt, du öffnest sogar noch ein Portal in andere Welten, während du diese Geisterstadt alleine öffnest. Ja, richtig, richtig. Gut, eine andere Zeit. Weder Kleidung noch Sprache der Menschen konnte ich einordnen. Die Sterne wirkten vertraut, aber irgendwas stimmte nicht mit ihnen. Zwei Abenteuer, ein Portal in eine andere Welt. Die Uhr wird 2-mal vorgestellt, wenn man das lösen will. Mhm. Dafür gibt es 2 ältere Zeichen, 2 Hinweismarker. Kannst du das? Du hast schon wieder den Gesichtsausdruck. Bist du gestorben gerade? Nein, nein, nein. Hier in der Geisterstadt habe ich eine Truhe des Winters gefunden für 3. Ja, das Gebäude im Stadtzentrum war leer, bis auf einen Tisch, auf dem eine merkwürdige Truhe stand. Sie strahlte eine fast unerträgliche Kälte ab und doch konnten wir nicht umhin, sie zu öffnen. Also wir meint mich in dem Fall, ja? Beim Betreten, das ist jetzt der Haken, lege 2 Verderbenmarker auf die Verderbenleiste, es sei denn, du verlierst 3 Proviant. Ich bin ja dafür, dass wir 3 Proviant verlieren.
Sonst kriegen wir nämlich ein Monster und... Heißt das, nur damit ich das nochmal klarstellen muss, als Expeditionsleiter, heißt das, während du dich als Straßenkind aus dem Lager weggeschlichen hast, hast du noch 3 Proviant gestohlen? Ja. Gut, dann sind wir auf 1, 2, 3, auf 12 runter. Ich zeig mal hier die Truhe des Winters. Ja. Ich finde übrigens das Artwork von dem Spiel wirklich toll. Ja. Ich mag nur nicht den Menschen, der den Fonds gewählt hat, für die Beschreibungstexte, ehrlich gesagt. Weil ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ich tue mich da echt schwer mit dem Lesen. Ich habe aber auch im Forum gelesen, dass ich nicht der Einzige bin. Dann magst du den ganzen Menschen direkt nicht. Nein, nein, ich mag den Menschen einfach nicht. Hier, ich muss es noch weiter runterhalten, sehe ich gerade. Ja, das passt schon. So, ich habe mein Ghoul-Buch eingesetzt, um zusätzlich zu meiner Segnung auch den roten Würfel nutzen zu können, weil ich ja nicht wusste, was mich erwartet. Ja? Was ist denn mit dem Ryan Dean? Ist der mitgekommen? Nee, der ist natürlich nicht mitgekommen, weil ich habe nur noch einen Ausdauer. Das heißt, wenn ich den jetzt... Nein, das ist ein Ausdauermarker, den du auf ihn legst, oder? Ja, dann kriege ich den gelben Würfel. Nein, nein, das ist ja einfach ein Marker, den du auf diesen Verbündeten legst. Ja? Ja, das heißt einfach nur begrenzte Anwendung. Es ist nicht einer von deinen. Ach, ich habe noch 2, oder was? Das hier ist nicht dieser Marker, sondern einfach ein Marker, den du von dort nimmst. Ach so. Das ist nur ein Zähler. Das heißt einfach nur, dass du 3 Anwendungen hast. Okay. Gut, also habe ich quasi noch einen, dann könnte ich natürlich noch einen dazu nehmen. Dann mache ich das. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht geirrt, aber so bin ich bin mir ziemlich sicher, dass es so geht. Ich weiß, wenn es falsch war, recherchiere ich noch und als Expeditionsleiter übernehme ich die volle Verantwortung. Ich bin mir aber sehr sicher. Ich bin ein erfahrener Expeditionsleiter. Ja, oder schreibt es in die Kommentare, falls ihr das wisst. Noch besser. Ja. Okay, so, dann legen wir mal los. Vielleicht sollte ich mich dann auch zu der Truhe erstmal hinbegeben. Es ist nicht in Reihenfolge. Okay, das ist sehr durcheinander geworfen. Da habe ich auf jeden Fall hier schon mal eine Schriftrolle. 2 Schriftrollen. Und ich kann in meinem Zug einmal pro Würfelwurf eine geistige Gesundheit ausgeben, um einen Würfel, der ein Terrorsymbol zeigt, auf eine Seite meiner Wahl zu bringen. Brauchst du nicht, völlig. Brauche ich nicht mal, weil ich kann hier wählen zwischen Terror und Schriftrolle. Das heißt, ich nehme diese. So. Und die anderen darf ich nochmal würfeln. Ich brauche jetzt nochmal 2 Lupen und entweder ein Terrorsymbol oder eine Schriftrolle, um das zu schaffen. Okay, du kannst die einen Lupenwürfel drauflegen. Ja, genau. Da muss ich aber einen wegtun, genau. Weil das nicht geschafft ist. Und muss jetzt hiermit... Also denk dran, du hast noch einen Hinweismarker. Ja, ach komm, eine Schriftrolle oder ein Terrorsymbol wird ja wohl zu schaffen sein. Eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle. So, tada! Damit habe ich das geschafft. Hoppala. So, ich lege meinen Segnungswürfel mal hier wieder hin. Die anderen kommen da rüber. So, und jetzt kann ich mir ausruhen. Entweder ich bin gesegnet und wir kriegen ein älteres Zeichen oder die Uhr wird nicht vorgestellt und wir kriegen ein älteres Zeichen. Da ich schon gesegnet bin, nehmen wir natürlich die Uhr wird nicht vorgestellt und ein älteres Zeichen. Okay, wir haben jetzt 2 von 13, also ja. Wir sind auf einem guten Weg. Und die Uhr wird nicht vorgestellt. Das ist die Uhr wird nicht vorgestellt. Und hier kommt nochmal eine Karte von der Geisterstadt. Ich schleiche mich jetzt mit dem, was ich da so gefunden habe, mit diesem älteren Zeichen zurück, ja, zurück ins Lager und schau mal, was ich da noch so finde. Und tatsächlich... Wolltest du dich nicht heilen? Tatsächlich wollte ich mich heilen, da man ja, also der Rest verfällt ja, ich brauche 2 Trophäen, um 2 Ausdauer oder 2 geistige Gesundheit zu heilen. Ich brauche mich ja jetzt nicht zu heilen. Nö, nee, jetzt nicht, ne. Dann nicht. Mit dem Marker. Nee, dann mache ich das doch anders. Dann setze ich doch... Dann, Also ich glaube, wir sollten uns vielleicht noch... Also erzähl das mal mit den Sturmmarkern, was man da machen kann. Man kann bis zu 5 Sturmmarkern von den Abenteuern entfernen. Aber wir haben nur 3. Ja, deswegen, ich würde mir deine 5er Trophäe noch aufheben. Ja. Ja. Und egal, was du willst, ich würde die letzte Anwendung von meinem Roald Amundsen... Ja, benutzen, um nochmal die Kosten um bis zu 3 zu reduzieren. Ah, das brauchst du gar nicht. Ich würde entweder was für 3 oder für 4 nehmen. Ich nehme dann einfach was für 3 und bekomme einen einfachen Gegenstand oder einen Zauber. Ich möchte aber gerne einen einfachen Gegenstand haben. Ich bin ja auch nur ein einfaches Straßenkind. Okay, hier. Das heißt, eine Karte des Museums. Vor deiner Bewegung kannst du die Karte abwerfen, um eine Abenteuerkarte zusammen mit allen Monstern darauf abzuwerfen und sie durch eine neue zu ersetzen, gilt nicht für andere Welten allerdings. Ja? Okay. So, die Uhr wird nicht vorgestellt. Du bist dran. Ich bin dran.
Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde hier nochmal in den Hafen von Anchorage gehen. Das ist nämlich noch eine Stufe 1 Karte. Da ist für ein Monster drauf, aber da habe ich eine Karte. Das Monster mit den 7 Luken, ja? Genau. Ich gehe dorthin. Und das Erste, was passiert, ist der Sturmmark. Genau. Du darfst eine Trophäe ausgeben, um 2 Proviant zu erhalten, aber ich habe keine Trophäen. Okay, dann der Sturmmarker. Der Sturmmarker besagt, durch den Schneesturm, jetzt kann man nochmal das Symbol sehen, ich verliere ein Leben. Ja. Das muss ich mir abziehen. Und dann wird die Karte umgedreht. Sabotage! Ich weiß nicht, wer diese wichtige Expedition sabotieren will, aber das hält sie nicht davon ab. Ja, ich weiß, wer das sein könnte. Es könnte dieses Straßenkind sein, was an meiner Seite ist. Terror, du verlierst einen Proviant, jeder Ermittler verliert ein Ausdauer. Oh, also du kannst auch sterben während dieses Abenteuers von mir. Ja. Hält sich in Grenzen ansonsten. Das Terror ist nur ein bisschen unangenehm. Ja. Naja, hält sich in Grenzen. Gut, ich benutze die 6 grünen Würfel auf jeden Fall. Wo ist denn der 6. grüne Würfel? Der da. Liter. Okay. Willst du noch einen gelben? Dann nehme ich mein Messer. Ah, okay. Ja, das setze ich ein, das Messer, um noch einen gelben Würfel dazu zu bekommen. Und das soll es mir auch reichen. Gut. Dann würfel ich mal. Ja. Und ich nehme gleich mal eine Zweier-Schriftrolle und einen Schädel für dieses hier. Ja. Dann, während ich die erste Aufgabe von dieser Sabotage-Mission löse, benutze ich meinen Zauberpfeil. Ja, diese Karte hier, das ist dieser besondere Gegenstand, den ich gerade vorhin gezogen habe. Ja. Lege diese Karte nach dem Würfeln eines beliebigen Ermittlers ab, um ein Monster zu besiegen. Hat es eine Schriftrollenbedingung, ziehst du außerdem einen Zauber. Hat es, ja. Ja, das mache ich dann. Das heißt, wir müssen da jetzt nicht die Uhr vorstellen. Es ist besiegt. Ja. Was ist das genau? Es war das ältere Wesen für 1. Und ich darf sofort einen Zauber ziehen. Und ich habe einen Schutzgeist beschwören. Lege diese Karte ab, sobald ein beliebiger Ermittler an einem Abenteuer scheitert. Der Ermittler leidet keinerlei Sanktionen durch die Abenteuerkarte. Ach, toll. Und dann geht es auch weiter. Ich brauche noch... Ja. Magst du nicht mal das Monster genauer beschreiben? Ach so, ja, hier. Das ältere Wesen. Das Wesen selbst war jenseits menschlicher Vorstellungskraft. Doch die Bedeutung der Leiche in seinen Tentakeln verstand ich nur zu gut. Das ältere Wesen. Wer jemals Lovecraft gelesen hat, ja, und vor allem auch die Berge des Wahnsinns, der kennt ältere Wesen. Aber das ist noch nicht mal aus der Grauen des Eiserweiterung. Gut. Ich brauche aber trotzdem noch einen Schädel. Und dieser Schädel, den finde ich. Und zusätzlich gebe ich noch ein Leben aus, denn das ist die letzte Bedingung. Und dann ist dieses Abenteuer gelöst. Sehr gut. Ja. Und ich werde sogar Folgendes machen. Anstatt, dass ich das Leben ausgebe, ja, dann gebe ich meine Essensration aus. Die kann ich nämlich einsetzen, anstatt Ausdauer zu verlieren. Ja. Mhm. Das ist gelungen. Dann bin ich wieder bei 4. Ich kriege einen Hinweismarker, den brauche ich dringend. Aha. Einen einfachen Gegenstand. Das heißt, du hast dich gegen die Verderbnisleiste entschieden. Okay. Ja, ich brauche den Hinweismarker. Der bringt mich jetzt echt weiter. So. Und ich würde tatsächlich noch etwas kaufen. Mhm. Und zwar, ich senke die Kosten ein letztes Mal mit dem guten Roald Amundsen. Ja. Um 3. Und kaufe dann einen Verbündeten. Okay. Na, du gehst ja immer super mit deinem Gefolge um. Mich willst du aufessen, den lässt du einfach im Schnee liegen jetzt. Und uns schließt sich an Thomas F. Malone. Du kannst dein Würfelergebnis von Schriftrolle in Schädel ändern. Dafür musst du einen Marker für geistige Gesundheit auf diese Karte legen. Sobald 4 Marker auf der Karte liegen, wird sie zerstört. Okay. Das hat abgeworfen. Gut. Ja, dann hast du vorhin eigentlich, du hast den Ausdauer gar nicht verloren. Doch, ja, hast du. Ja, ich habe abgezogen. Okay. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Warte mal, ich ziehe es einfach nochmal pauschal ab. Die Uhr wird vorgestellt. Genau. Und damit sind wir auch schon fertig. Okay. So, dann wäre ich am Zug.
Was steht denn hier drauf? Man darf was? 3 Trophäen? Also, du darfst 3 Trophäen ausgeben, um eine Abenteuerkarte für andere Welten zu ziehen und offen unter die anderen Abenteuerkarten zu legen oder eben daneben. Weißt du was? Ich bin mutig und wage mich mal in eine andere Zeit. Hierhin? Ja. Gut, aber da wird 2-mal die Uhr vorgestellt, ne? Ja gut, aber es gibt letztlich auch 2 ältere Zeichen, die man von da mitnehmen kann. Gut, aber, na gut, ich will jetzt nichts sagen, aber gut, wenn du das willst, dann tu das. Nee, ich nehme... Ich würde wir könnten auch versuchen, die Etappe 1 Abenteuer wegzuhaben, damit wir mehr Etappe 2 Abenteuer haben. Ja, das Inuit-Dorf ist meine Wahl. Ich darf 2 Proviant verlieren, um einen Hinweis zu erhalten. Hast du Hinweismarker gerade? 1. Ja, ich würde es trotzdem machen. Ja? Ja, gut. Dann sind wir auf 10 Proviant runter. Ja, ich habe echt einiges gefuttert, bis ich da im Inuit-Dorf angekommen bin. Ich merke schon. Du belastest diese Expedition sehr. Ja, zumindest mit deinen Proviant-Bedürfnissen. Oh, spannend. Letzter Atemzug. Wir sahen zu, wie die Schamanin den Geist ihres verstorbenen Ehemanns einfing und versiegelte. Andernfalls, so sagte sie, würde Itaqua ihn jagen und verschlingen. Beim Betreten, jeder Ermittler darf 2 Trophäen ausgeben, um einen Zauber oder einen Hinweis zu erhalten. Das werde ich nicht machen, weil ich hier nur den... Wie viel darf man ausgeben? 2. Okay. Du kannst also einen hier auch ausgeben, du hast ja diese Spezialfähigkeit, oder nicht? Nee, das gilt nur für Abenteuer, die ich einsetze, und ich habe nur noch eine Monster-Trophäe. So. Ich brauche 4 Lupen, 2 Terror-Symbole und verliere eine geistige Stabilität, wenn ich das hier schaffen will. Aber ich nehme jetzt mal hier den gelben, darf ich jetzt nicht benutzen. Den braucht man, glaube ich, auch einfach gar nicht. Ja, weil letztlich brauche ich ja nur 4. Das heißt, 2. Ich versuche das mal so. Ich hätte auch noch Hinweismarker. So. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich habe hier... Achso, man muss das alles auf einmal haben. Das ist das Problem. Okay, dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal die 2 Terror-Symbole. Und dann habe ich hier genug Lupen. Alles gut. Ja, und du musst auch noch eine geistige Stabilität zahlen, ne? Wie gesagt, das ist natürlich... Das macht einen schon so ein bisschen fertig. Aber damit habe ich es geschafft. Und ich habe die Wahl. Und zwar entweder ein Hinweismarker und gesegnet sein oder ein älteres Zeichen und ein Zauber. Und ich nehme natürlich für diese Expedition ein älteres Zeichen und einen Zauber. Also man muss sagen, du steuerst schon einige ältere Zeichen bei. Wir haben schon 3 von 13. Und den Zauber hätte ich gerne noch, bitte. Den Zauber kriegst du natürlich. Was hast du denn für einen bekommen? Monsterbann. Du kannst diese Karte abwerfen, um ein Monster zu besiegen. Das ist ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Du bist fertig mit deinem Zug oder möchtest du noch was ausgeben? Nee, ich bin fertig mit meinem Zug. Okay, dann ist nämlich jetzt Mitternacht und wir müssen wieder die Mitternachtseffekte in Reihe abhandeln. Okay, gut. Also, es geht wieder los. Erstmal wird der Tagesmark um einen vorgerückt. Das heißt, wir sind an Tag 3 und müssen 2 Sturmmarker verteilen. Okay, wohin sollen sie denn? Such dir was aus. Ich würde sagen, verteilt halt. Okay, dann kommen auf diese beiden Abenteuer. So. Dann Mitternacht-Effekt des großen Alten. Auf die Abenteuer kommen 3 Sturmmarker. Dann verteilen wir okay, weiter. Okay, jetzt werden es langsam viele. Ich verteile die mal gleich. Versuchen wir mal die Taktik mit gleichmäßigem Verteilen. Ja, ja. So, dann Monster haben wir nicht. Haben wir noch Mitternachtseffekt? Da ist noch Mitternachtseffekt. Was steht da? Jeder Ermittler verliert 1 Ausdauer, es sei denn, er verliert 1 Proviant. Also ich möchte lieber Proviant. Ich verzichte jetzt auf Essen. Ja, ich auch. Okay. Dann... Wird das hier umgedreht? Wir waren bei 10, jetzt sind wir bei nur noch 8 Proviant. Ja. Hier übrigens die Tagesleiste mit dem Wetter. Pro Tag steht immer dabei, wie viele Sturmmarker draufkommen. Und das nimmt sehr, sehr rapide zu. An Tag 7 beispielsweise kommen jedes Mal 7 Sturmmarker drauf. So, und jetzt kommt das, was wir beim letzten Mal auch schon hatten. Eine neue Mythoskarte. Okay, sonst hatten wir keine Mitternachtseffekte? Nö. Ich sehe jetzt hier keine. Hält sich alles in Grenzen. Hatten wir diese hier schon? Ja, ja. Diese 3? Ja, die 3 Sturmmarker, genau. Okay. Deswegen, wir haben 2-mal Sturmmarker bekommen. Und da der Mitternachtseffekt. Also. Arktische Relikte. Ihr behaltet sie für euch. Ein Ermittler erhält einen besonderen Gegenstand oder einen Zauber. Auf die Verderbensleiste kommt ein Verderbenmarker. Das gehört in ein Museum. Jeder Ermittler legt einen besonderen Gegenstand oder einen Zauber ab.
Als Expeditionsleiter bin ich dafür, wir können uns das jetzt noch locker erlauben. Da würde jetzt ein Monster erscheinen und du hast sogar noch einen Zauber, wo du ein Monster besiegen kannst, glaube ich. Ja, ja. Also ich bin dafür, dass... Aber zwei Marker, oder? Ein Ermittler erhält einen besonderen Gegenstand oder Zauber. Auf die Verderbensleiste kommt ein Verderbensmarker. Du könntest dir sogar, wenn du willst, kannst du dir den besonderen Gegenstand nehmen. Und dann kommt der Marker drauf. Okay. Okay, dann gebe ich dir meinen besonderen Gegenstand. Oder willst du einen Zauber lieber haben? Nee, ich glaube, ich nehme den besonderen Gegenstand. Okay. Dann such mal ein Monster aus. Oh, das ist toll, da kann ich den roten nämlich mitnehmen. Okay, es kommt ein zweiter Marker drauf. Ja. Und wir haben ein Monster, welches kommt. Oh ja, genau, wir haben die Geschichte verrückt. Es schließt sich ein Wolfsrudel in der Arktis an. Und genau, es hat einen Mitternachtseffekt. Oh. Wohin möchten wir das denn tun? Ja, am liebsten dann auf die grüne. Haben wir jetzt irgendwo, wo wir es hinlegen müssen? Nein. Nein. Dann nehmen wir doch das grüne Abenteuer, oder? Ja, okay. Okay, das sollten wir auch besiegen, bevor wir den Mitternachtseffekt haben. Okay. Das ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das erst seit dieser Erweiterung neu ist, dass Monster Mitternachtseffekte haben, die auf der Rückseite stehen. Ja, aber zuerst wärst du dran an Tag 3. Ja, aber Tag 3 sehen wir das nächste Mal. Gut. Wenn ihr also wissen wollt, ob unser Straßenkind den Wölfen zum Opfer fällt oder ob sie ihre okkulten Gegenstände benutzen kann, um das Wolfsrudel zu besiegen und endlich das Vertrauen vom guten Leo Andersen, dem Expeditionsleiter, zu erlangen. Ja. Dann schaltet ihr wieder ein. Das seht ihr in der dritten Folge am dritten Tag von Grauen aus dem Eis.